Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge Phoenix Point. Weil die letzte Folge jetzt wirklich super duper lang war, heute wirklich eine sehr kurze Zwischenfolge. Wir werden jetzt nur hier die Mission beenden. Wahrscheinlich kriegen wir eine Cutscene oder einen Dialog. Wir werden hochleveln und so Geschichten. Ein bisschen Management. Okay. Das war in der Brutkammer jetzt echt eine krasse Mission, aber das haben wir ganz gut gemeistert. Dank Zakorak und seiner unglaublichen Fernkampffähigkeit konnten wir die Brutkammer von weitem wegschießen, über viele Runden hinweg, und währenddessen haben Ramsay und die anderen mit Sprengstoff vor allem die Stellung gehalten. Pandora-Bau zerstört. Der Pandora-Bau wurde neutralisiert und von seinen Bewohnern verlassen. Die verbliebene Menschheit kann erleichtert aufatmen. My task is not to see what is on the surface, but to perceive the truth within. What do you believe? Do you understand that there is no way back to the world before the flood? Because it was the very nature of that world that caused its downfall. If you do, then you understand the folly of those who dream of the old world, and you will act against them. Okay. I am sending you the coordinates of a sacred site. At this place, a child was born with a body uplifted by Anu and a mind free of the plague, a harbinger of things to come. Yet now, the heathens of New Jericho occupy this hallowed ground and refuse to leave. Cast them out and prove your dedication to our cause. Was soll ich jetzt gegen New Jericho kämpfen, oder wie? The old world must die. For the new to be born. Ich weiß nicht genau, ob ich das so gut finde. Eine diplische Mission. So, jetzt müssen wir mal sehr viel neu produzieren. Es hat gerade an der Tür geklingelt. Ich muss leider mal ganz kurz nachschauen. Kleinen Moment. So, da bin ich wieder. 100.000 Granaten in der Warteschlange und ein bisschen Munition produziert, aber das war notwendig. Okay. Cool, wir haben es geschafft hier. Oh, da unten wäre ein neuer Sternrekrut. Aber den können wir uns wahrscheinlich nicht leisten, weil wir nicht genug Materialien haben. Soll ich mal nachschauen fliegen? Ich glaube, das machen wir schnell kurz. Man kann ja mal schnell fragen. Oh, da fehlt aber nicht viel. Da bin ich wieder versucht, ein bisschen was zu verkaufen. 168 bräuchten wir da insgesamt. 168 insgesamt. Wie viel ist denn so Munition wert? Gar nichts. Das habe ich mir schon gedacht. Okay. Ich habe halt nicht mehr viel, das ich eigentlich gerne verkaufe. Die Pistolen können wir verkaufen. Das bringt da auch schon ein bisschen was. Die Schrotflinte können wir schon produzieren, wenn mich nicht alles täuscht. Die verkaufen wir einfach auch. So. Und schon haben wir es. Weil ich meine, der Rekrut bringt ja auch wieder seine eigene Ausrüstung mit und wahrscheinlich ist die gut. So. Schauen wir gleich mal, wen wir da wieder haben. Ah, wieder so ein. Okay, cool. Und wem gebührt diesmal die Ehre? Wem aus dem Patreon-Pool? Wo waren wir denn stehen geblieben beim letzten Mal? Der Doofkopf! Der Doofkopf. Cool. Müssen wir noch customizen natürlich. Wow. Ziemlich knallig. Cool. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Nee, passt schon. Anscheinend ist diese komische Doppelhand auf dem Gesicht immer gleich bei denen. Gut. Ah, aber jetzt muss ich noch mal kurz gucken. Moment mal. Der hat...
die Bein- und die Kopfmutation, genauso wie der andere, oder? Ja, stimmt, die haben die gleichen Mutationen. Wolfi und Dopkopf sind jetzt das Zwillingsgespann, nur mit anderen Farben. Okay. Jetzt können wir hier gleich mal alle durchgehen, die hochgelevelt sind. Aha, da haben wir gleich mal einen. Yeah! Basti ist jetzt auch schon auf Level 6, das ist ziemlich gut. Wenn du einen Feind tötest, erhalten Verbündete ein zusätzlich Willenskraftpunkt. Ist ziemlich gut. Und das da ist auch nicht schlecht, auch wenn ich es wahrscheinlich nie benutzen werde. Zakorak ist auch auf Stufe 6, cool. Wenn du ein Körperteil deaktivierst, dann entfernt dieses auch dessen Rüstung. Mhm. Und Verbündete erhalten einen Aktionspunkt zurück, begrenzt auf einmal pro Zug. Okay, 20% mehr Schaden bei Verwendung von Gewehren und Handfeuerwaffen. Ich glaube jetzt, das Scharfschützengewehr ist wahrscheinlich kein Gewehr, aber es wird sich schon allein für die Pistole, die wir doch oft im Overwatch benutzen, lohnen. Also auf jeden Fall nehmen wir mal das, dass Körperteile, die zerstört werden, sehr empfindlich werden und dann ein bisschen stärkere Pistole. Und ich glaube, die restlichen Aktionspunkte sparen wir uns mal, weil die letzten sind recht teuer. Da kriegt man eigentlich nie genug, dass man sich das alles leisten kann, also ohne Phoenix Points auszugeben. Oh, cool. Selex ist auch auf Stufe 6. Auch der kann dieses Körperteil deaktivieren. Schalldämpfer. Wir haben keine schallgedämpften Waffen, also lerne ich das mal nicht. Okay, das war's erstmal. Ah ne, Quatsch, habe ich ganz übersehen. Hier, klar. Neuladen und Inventar kostet keine Aktionspunkte, ist immer gut. Und mehr Schaden, je mehr verletzt, ist zwar gewagt, aber nehmen wir auch mal. Und das nehmen wir auch mal. Warum nicht? So, jetzt muss ich aber kurz schauen, weil das sind, glaube ich, nicht alle, oder? Wenn ich hier auf Personal gehe. Doch, doch, das waren alle. Ja, passt schon. Okay. Cool. Cool, cool. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis in 3 Tagen der nächste Manticore fertig ist. Und dann können nämlich kann das zweite Team schon loslegen, so ein bisschen. Gut, da müssen wir eigentlich noch auf das Auto auf jeden Fall warten. Und einen Rekruten brauchen wir noch irgendwoher. Aber okay. Das dürfte ja kein Problem sein, eigentlich. Sollte man meinen. Jetzt dürfen erstmal alle zurück in die Basis fliegen. Mittlerweile geht ja auch die und sich ein bisschen ausruhen. Das ist jetzt notwendig. So, jetzt wartet mal ganz kurz. Neue Forschung haben wir nämlich. Erstens die Terrorwachen, die Wurmeier, aber ich glaube, die hier ist wichtig. Die Pandorienkolonie war nämlich, glaube ich, ein Missionsziel. Die werde ich jetzt mal ganz nach oben schieben. Aber die anderen Sachen haue ich auch rein, weil die echt schnell fertig sind. Und ich glaube, dass ich jetzt erstmal den Hammer und die Granate... Ach Quatsch. Den Flammenwerfer lasse ich vielleicht drin. Okay, aber die Hose... Und das werfe ich jetzt erstmal raus. Ja, der Erlöser ist in 4 Stunden fertig. Den können wir noch fertig machen nachher. So, die Diplomatie-Mission von denen gefällt mir aber wirklich nicht. Eliminiere eine Gruppe von Neu-Jericho-Soldaten. Dafür stehe ich zu gut mit Neu-Jericho. Also, wenn die jetzt schon verfeindet mit mir wären, vielleicht, aber so finde ich das irgendwie nicht in Ordnung. Ich meine, früher oder später werde ich mich entscheiden müssen, aber noch versuche ich mal, die Vorteile von allen 3 Fraktionen zu nutzen. Die haben schon mit Abstand die größte Population. Aber schauen wir mal. Auf jeden Fall sabotiere ich nichts bei denen. Und so. Das Medium Haven ist under attack. Da komme ich unmöglich hin. Schaut euch an, wie kaputt das schon ist. Da bin ich viel zu weit weg. Nee, das tut mir leid. Kann ich nichts mehr machen. Ich kann nicht fliegen. Also doch schon, aber nicht so schnell.
So, Manticore 1 ist vollständig geheilt. Dann kann der sich schon mal hierhin auf den Weg machen. Manticore 2 ist auch schon fit. Da habe ich die Nachricht übersehen. Dann flieg du gleich mal hierhin. So, hier scannen wir mal und erkunden. Die Vergessenen. Unseres... Ah, nein, wir haben nicht genug Material. Das nervt mich jetzt schon. Aber gut, unsere Soldaten haben den Standort eines verlassenen Labors entdeckt. Die Tür scheint mindestens 20 Jahre alt, lang versiegen geblieben zu sein. Leider ist es unmöglich, von außen den Zweck des Labors zu ermitteln. Und wir tun leider nichts. Vielleicht ist es am besten, nicht zu wissen, was da drin ist. Unsere Soldaten werden das Labor verschütten und die Geheimnisse der anderen Generation überlassen. Sollte jemals eine weitere folgen. Das ist echt traurig. Ich hätte das echt gerne gemacht. Echt gerne geöffnet. Aber es hilft ja nichts. Nee. Ich mach das jetzt anders. Warum kann ich jetzt hier nicht scannen? Ach, weil wir nicht genug Ressourcen zum Scannen haben. So ein Scheiß. Was mache ich denn jetzt hier? Hier komme ich nicht weiter. Jetzt stehen wir hier an im Grunde. Sackgasse. Die tauschen alles Mögliche gegen Essen. Mir wäre es andersrum lieber. Ah, cool. Die Pandoria-Kolonie sind unterirdische, tunnelartige Strukturen aus Biomasse, die aus dem Pandora-Virus entstanden ist. Nach der ökologischen Transformation des Meeres scheint der nächste Schritt die totale Eroberung des Ökosystems der Erde zu sein. Jede Kolonie produziert ihre eigenen spezifischen Mutationen, weshalb wir bestimmte Mutationen vermehrt in verschiedenen Regionen sehen. Die Kolonie scheint ihr Einsatzgebiet im Laufe der Zeit zu erweitern, um alle menschlichen Siedlungen anzugreifen, die sie finden. Basierend auf dem Wachstumsmuster der Kolonie vermuten wir, dass es mehrere Entwicklungsstufen gibt. Die Anfangsstufe klassifizieren wir als das Pandora-Nest. Ja, und wir haben leider schon eine Zitadelle entstehen lassen. Ah, ja, jetzt können wir dann welche gefangen nehmen. Zerstören pandorianischen Bau. Können wir das schon immer wieder machen oder so? Naja, auf jeden Fall können wir jetzt erforschen, dass wir die gefangen nehmen und eindämmen. Das ist super. Das erforsche ich gleich. Das bringt uns dann viele neue Technologien und Smarties und Spaß. So, aber wie angekündigt ist heute eine etwas kürzere Folge. Deswegen gebe ich jetzt noch kurz den Erkundenbefehl. Aber jetzt machen wir Schluss für heute. Ich speichere jetzt. So, cool. Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Beim nächsten Mal wird es wieder länger. Macht's gut. Bis dann. Ciao.